So, wie weit können wir denn zurück? Also, wir gehen dann nur bis hier so hin. Also nicht sehr weit, vielleicht bis zu diesem Pfosten hier. Das müssen wir noch mal abkloppen. Das kommt sowieso einiges noch weg hier. Woraus machen wir jetzt den Boden? Jetzt haben wir gar kein Holz mit, doch wir haben Tropenholz dabei. Dann nehmen wir gezwungenermaßen Tropenholz. Das gleiche, was wir da ganz oben dann verbaut haben. Das ist richtig. 1, 2, 3, Decke. Genau, da müssen wir nämlich hier wieder Granit hinpacken, wenn wir denn noch Granit haben. Und dazwischen dann zum Beispiel hier denn das Glas. Super, so ist das. So muss das sein. Also 1, 2, 3, zack. Nee, ich verrutsche da immer mit den ganzen Sachen hier. So, hier jetzt machen wir das erstmal so provisorisch. So, Tropenholzbretter, wie weit geht das dann? Bis zu dem, zu welchem Pfosten hatte ich gesagt? Bis zu diesem Pfosten, der direkt da an der Treppe ist. Genau, bis zu diesem Pfosten. Schau mal, ob ich das hier hinkriege. Bis zu jenem Pfosten. Da machen wir den Boden rein hier. Und hier machen wir dann auch gleichzeitig den Granit rein. So, hier könnte man dann eine Wand hinsetzen. Denn das hier müssen wir irgendwie zumachen. Logisch. Hier wird dann, ja, setzen wir die Wand jetzt hier hin oder einen dahinter. Was machen wir überhaupt hier mit diesem Ding? Das müssen wir irgendwie mit einbeziehen in die ganze Ecke hier. Machen wir das wie oben, dass wir da vielleicht so einen kleinen See im Gebäude haben, so ein bisschen Wasser im Gebäude. So. Dann müssen wir hier abgraben. Aber hier ist es ja so, dass die Wand jetzt da schon ist. Wie wäre das, wenn wir hier noch so ein bisschen nach vorne rausgehen und dann hier so eine kleine Terrasse da draußen machen? An der Stelle gucken wir mal. Denn hier ist ja sonst Ende Gelände. Weit gehen wir da nach vorne? Und wie weit gehen wir da hier rüber? Also maximal bis dahin. So, dann machen wir doch mal hier. Jetzt ein gewisser Vorsprung noch. Da kann man dann oben zum Beispiel so eine kleine Terrasse drauf bauen. Ja, aus Holz würde ich mal sagen, weil wir da jetzt für
Das wird dafür Garten ein bisschen wenig. Nee. Ich rutsche immer mit diesem Mausrad hier ab. So, haben wir noch Holz da? Ja, wir haben noch genug Holz da. Das kommt mal wieder weg. Das war nur zum Konstruieren gedacht. Aber noch einen gehabt, gerade habe ich gesehen. Na gut, den müssen wir dann von unten abbrechen oder abbauen. Hier käme dann wieder Graniten und Glas. So, und ab hier würden wir dann das Ganze etwas nach vorn ziehen wollen. Also vielleicht bis hier. Muss man jetzt nach unten auch nicht unbedingt oder bis hier, ne? Hatte ich ja bis hier irgendwie gesagt. So, machen wir das mal bis hier. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt noch eine Stütze haben. Oder mal sehen. Wir sehen das dann. Ich lasse mich dann immer inspirieren. Wie sagt Keralis? Inspiration, Inspiration. Hier müssen wir dann so eine normale Steinwand hinmachen. Inspiration, Inspiration. So, dann machen wir hier unten nämlich noch so ein paar Lesemöglichkeiten hin. Vielleicht hier noch so eine Art. Ja, wir bauen die Mauer dann hier hin, dann schließt die damit ab. Das ist eine gute Idee. Machen wir hier mal die Mauer hin. Füllen das bis zur Mauer dann mit Erde auf. Damit wir da keine Hohlräume drin haben. Und hier kann man dann. Oh, so, ja, da kommt ja dann Mauer hin. Das ist ja kein Problem. Hier ist alles in Ordnung, also nur der eine Stein da und wahrscheinlich auch der daneben. So, ja, hier haben wir dann noch mehr Steine wahrscheinlich, die so ein bisschen. Naja, das müssen wir dann mal sehen, dass wir da vielleicht die Decke etwas runterhängen. Vielleicht mit Holz arbeiten oder so. Mal sehen. Also, was ist eine Sprache, was ist ein Dialekt? Hatten wir gerade drüber gesprochen. Ein Dialekt kann ja zu einer neuen Sprache werden. Ja, zum Beispiel ist das Luxemburgische Landessprache, der Dialekt, Letzeburgisch, hört sich übrigens so ähnlich an wie das, was die Leute im Raum Bitburg reden, in der Eifel. Wenn du da waren wir in Bitburg gewesen, auf dem Parkplatz oder im Parkhaus und sind mit einem dann im Fahrstuhl da hochgefahren.
So ein Einheimischer. Und der hat, was der Geier, was der erzählt hat. Ich habe nichts verstanden. Ja, nichts. Bisschen, ja, so. Der hat gedacht, wir wären Einheimische, aber so ist es natürlich nicht gewesen. So, hier käme dann also ganz normale Wand. Da könnte man da unten eigentlich Korbel ruhig hinpacken. Sieht man dann ja nicht. Hoch. Ist es schon so lang dunkel? Oder was? Wieso regnet es jetzt? Mal schnell hinlegen. Gute Nacht.